Ist die Frage, ob hier sonst noch irgendwas wichtig ist. Ich glaube ja fast nicht. Frau ist auch nicht mehr da. Ist der Typ jetzt sauer, dass wir ihn ausgetrickst haben? Oh. Hey, was ist mit meinen Fotos? Oh, natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen? Also gut, ich warte. Holen Sie die Kamera raus. Let's go. Oh, die habe ich ganz vergessen. Sie ist kaputt. Allo, man sollte Frauen eben nie einen Männerjob anvertrauen. Aber diese Frau hat ihn ganz schön reingelegt und einen Beweis gefunden, den die Polizei übersehen hat. True. Was war dann noch mal dran neben der Botschaft, dass Das Artefakt zeigt ein Schwert, das über zwei Waagschalen liegt. Auf dem verschlossenen Panel befindet sich ein Bild der Justitia in dem Raum unter der Conciergerie. Wir haben so viele Sachen, auch den Elefanten und so. Hallo. Können wir noch was mit dem bequatschen? Ja? Sagen Sie, sind Sie eigentlich verwandt mit dem Bauarbeiter, der das Loch ausgehoben hat? Hören Sie bloß auf mit Flobage. Okay. Er hat beim Pferderennen ein Vermögen gemacht und mir keinen Cent abgegeben. Ist Oh. schließlich sein Ist Geld. was raus Als er geworden? pleite war, hat er mich dauernd angepumpt. Brüder müssen zusammenhalten, hat er immer gesagt. Aber seit er die Kohle hat, hört sich das anders an. Man kennt. Hat die Polizei den Tatort schon untersucht? Wie sieht's denn hier aus, Ihrer Meinung nach? Ich habe die Anweisung, die Fenster zuzunageln, also mache ich das. Die Leiche ist also schon weg. Das will ich doch hoffen. Sonst wird's hier bald gewaltig stinken, wenn man die Bretter abnimmt. Wollen Sie nicht mal nachsehen? Sie machen wohl Witze. Selbst fürs Zunageln zahlen die noch zu wenig. Leichen suchen ist da nicht inbegriffen. Okay. Können wir ihm irgendwas noch zeigen? Mögen Sie solche Schnitzereien? Naja. Auf dem Flohmarkt Le Puy de Saint-Ken kriegen Sie solche Sachen für ein paar Euro nachgeschmissen. Kennen Sie diesen Mann? Sieht aus wie ein richtiger Mistkerl. Oha. Ich hatte mal einen Onkel, der war bei den Nazis. Aber über den Oha. reden wir nie. Was ist aus ihm geworden? Woher soll ich das wissen? Wir reden ja nicht über ihn. Schauen Sie sich das mal an. Ich mag keine Stofftaschentücher, die kratzen mir an der Nase. Kann ich verstehen, dass Sie damit Probleme haben. Boah, wie gemein. Ich finde es aber lustig, dass man quasi über alles mit denen reden kann. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Für wen halten Sie mich? Für einen Klempner? Erkennen Sie das hier wieder? Sieht aus wie ein Teil aus einem Kinderpuzzle. Möchten Sie mal das hier sehen? Nein. Das kommt bestimmt hier auch, oder? An monoalphabetischer Substitution scheint er nicht interessiert zu sein. Okay. Schauen Sie sich mal diese geheime Botschaft an. Nett, aber geheim ist was anderes, oder? Ist doch bloß eine Nachricht. Er scheint nicht interessiert zu sein. Für was würden Sie das hier halten? Für einen Tresorschlüssel. Ein Varina Spezial, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, warum wir den noch im Inventar haben. Den haben wir ja benutzt. Sehen Sie dieses Ticket? Wollen Sie mich bestechen? Nein. Wäre ja keine Schande bei einem gut aussehenden Kerl wie mir. Möchten Sie diese Haarklammer haben? Für wen halten Sie mich eigentlich? Etwa für einen Perversen? Au revoir. Dazu sage ich mal nichts. Okay. Ja, gehen wir nochmal hier hinten hin. Vielleicht können wir auch in den Innenhof. Die Tür ist verschlossen. Durch den Gully dann, maybe? Na, ah, der ist zu. Und das Gully-Werkzeug auf ihr Die nicht. Rohre helfen mir nicht weiter. Ist jetzt unpraktisch. Vielleicht fände ich da unten ja einen Hinweis. Aber ich bin erleichtert, dass ich keinen Schlüssel für die Gullydeckel habe. Das Ja, wir seltsame wissen. metallene Artefakt in Plantars Beutel führt mich zurück zum Kai. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen. Ihr de la Cité, eine Stunde später. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wie wir die Wanze finden. Das ist das alte Bootshaus unter der Conciergerie. Wenn ich recht habe mit der Bedeutung des Begriffs Unterricht, dann muss die Antwort hier irgendwo am Kai liegen.
Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Und vermutlich wieder da rein, oder? Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ist es nicht auf dem Taschentuch drauf? Okay. Will sie aber nicht vergleichen. Alright. Das Kreuz. Na gut. Hier ist jetzt ja auch nichts Neues. Ach, müssen wir da jetzt wieder reinkommen? Ist jetzt wieder zu, oder wie? Die Platte ist viel zu schwer für mich. Ah, wie war denn das? Also, den hier hin? Was? Ah, nee, erst ziehen. Ziehen. Runter. Rein. Wir hatten dieses Loch in der Wand, ne? Da wird das reinkommen. Das Licht auszuschalten ist nicht sehr hilfreich. Nee, ich wusste auch nicht, dass wir das da machen. Da probieren wir mal das dann, right? Justitia, das macht ja Sinn. Plantars Schlüssel passt in das Schloss. Er muss also auch hier gewesen sein. Was haben wir denn da? Oh, Fetzen. Jemand hat ein Foto zerrissen. Oh, vielleicht gehört das zu unserem Foto. Meint ihr, das zeigt es unserem Vater oder so? Wenn ich die Teile nur richtig anordne. Okay, let's go. Das Foto wurde in zahlreiche Teile zerrissen und du musst es wieder zusammensetzen. Um ein Teil zu ergreifen, bewege den Mauszeiger darüber. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klicke darauf und ziehe das Teil an die gewünschte Stelle. Die Teile müssen so angeordnet werden, dass das ganze Foto im zur Verfügung stehenden Freiraum Platz hat. Okay. Ohne drehen. Es ist bei den Dingern ist halt immer die Frage, muss man drehen oder muss man nicht drehen? Das ist immer so, was entscheidet, ob es schwierig wird oder nicht. Noch nicht. Das ist die Hälfte, glaube ich, von dem anderen Foto. Zeigt dann, ja, das sieht ziemlich wie unser Vater aus. Das kann nicht sein. Ja. Also in was war unser Vater verwickelt? Das ist schon ein bisschen verdächtig, right? Er scheint nicht bei allem ganz ehrlich gewesen zu sein. Ich finde es aber gut, dass sie schon was sagt, wenn man schon ein bisschen was am Bild erkennen kann. Das macht es sehr realistisch. Es gibt keinen Zweifel. Es ist ein Bild meines Vaters. Papa! Oh mein Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe, dachte ich, mich könnte nichts mehr erschüttern. Aber das hier schon. Mein Vater, der einzige Mensch auf der Welt, den ich ehrlich bewundert habe, steht neben Karchan, während die Mörder ihr grausiges Verbrechen begehen. Wie ist denn unser Vater gestorben, frage ich mich. Kamera. Ich kann es nicht glauben. Mir wird klar, dass ich dieser Geschichte unbedingt auf den Grund gehen muss. Und dass ich dringend George brauche. Und was in dieser Kiste ist bei uns in der Wohnung? Ja, das ist doch irgendwas von unserem Vater. Oh, hoffentlich werden wir jetzt nicht angegriffen oder so. Später am Nachmittag. Ach, da ist er ja. Endlich, mein überfälliger Urlaub in Paris. Das ist das Leben. Ich sitze in Cafés, trinke Kaffee, genieße den Sonnenschein und schaue den hübschen Mädchen hinterher. Meine Güte, das Café ist gerade explodiert. Explodiert! Ein Clown hat eine Bombe beim Akkordeon platziert. Sie hat einen Mann getötet. Mich hat es auch fast erwischt. Ich werde mir den Clown kaufen, sobald das Klingeln in meinen Ohren weg ist. Die Polizei erlaubt nicht, dass ich etwas mit der Explosion zu tun habe. Was für eine Erleichterung. Doch wer war der Verantwortliche? Ich habe eine süße Fotojournalistin namens Nico Collard getroffen. Sie arbeitet für La Liberté, irgendeine Zeitung. Sie weiß etwas über den Bombenleger, wollte allerdings nicht mehr verraten. Aber sie hat mir ihre Telefonnummer verraten. Habe einen alten Typen in einem Hofnadel im Café getroffen.
Er sah einen Mann nach der Explosion davonlaufen, der ein Jackett aus dem gleichen Material trug wie das, das ich in den Abwässerkanälen fand. Er hat das Jackett gleich weggegeben, doch er könnte mir die Telefonnummer des Schneiders geben, der es gemacht hat. Vielleicht ist es hier eine Spur. Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Soll ich Ihnen Ihre Zukunft voraussagen? Oh, nein, danke. Ich bin sehr gut und es dauert nur eine Minute. Trotzdem vielen Dank, aber ich bin nicht abergläubisch. Außerdem, wenn es nur eine Minute dauert, hat man ja nicht mehr sehr viel Zukunft vor sich. Eieiei. Ich find's cool, dass hier jemand im Hintergrund so vorbeischiebt. Das macht echt lebendig. Und warum hat sie einen Blumenstand, aber sagt die Wahrheit voraus? Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Erkennen Sie diese Nase? Non, Monsieur. Wissen Sie etwas über dieses Taschentuch? Nein, nichts. Was können Sie mir über diesen Stoff sagen? Das ist sehr teures Material, Monsieur. Kann man diese Blumen kaufen? Oui, Monsieur. Okay, ich nehme einen Strauß von den Weißen da. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Oh je. Das sind Lilien, Monsieur. Ah, die sind zum Trauern. Für manche Leute sind das Totenblumen. Das stimmt allerdings. Danke für die Warnung. Was für Blumen haben Sie noch? Dahlien. Was bedeuten die? Unsicherheit. Ich will nicht, dass ihr einen falschen Eindruck von mir kriegt. Was ist mit den hohen Gelben da? Das sind Iris, die Flamme der Leidenschaft. Und die kleinen Gelben? Sinnlichkeit. Die nützen mir nichts. Ich will auf sie Eindruck machen, aber ich will sie nicht überrumpeln. Oh je, das klingt schwer. Ich hab's mir anders überlegt. Würden Sie mir die Zukunft voraussagen? Sie gehen auf eine lange Reise. Oh je. Ach nee, was für eine Überraschung. Können Sie mir nicht etwas erzählen, was ich noch nicht weiß? Kennen Sie eine junge Frau, die Nicole Collard heißt? Ja, sie wohnt über mir. In dem Haus da drüben, auf der anderen Straßenseite. Die Tür ist nicht verschlossen. Aber Sie müssen ihr einen kleinen Schubs geben. Sie klemmt. Wissen Sie, wegen der Feuchtigkeit. Der Vermieter hat versprochen, sie zu reparieren, bevor der Winter kommt. Das verspricht er seit 3 Jahren. Finde ich gut, dass ihr das so locker und casual einfach verrät. So, ich könnte ja auch einfach wieder jemand sein, der einbrechen will. Aber gut. Wie lange wohnt Mademoiselle Collard schon hier? Ein paar Monate. Ihr steht eine böse Überraschung bevor, wenn das Wetter kalt wird. Zugige Fenster, ungenügende Heizung. Es ist schwer, sich einigermaßen warm zu halten. Der einzige Grund, warum ich bleibe, ist die geringe Miete. Ihre junge Lady, sie verdient was Besseres. Na? Wie funktioniert das mit dieser Vorherseherei? Wenn ich das wüsste, würde ich keine Blumen mehr verkaufen. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie mit dieser Gabe gesegnet sind? Das ist so ähnlich wie Fernsehen. Manche von uns werden mit einer Antenne geboren. Was? Ich gehöre einfach zu diesen Glücklichen. Okay. Ich dachte, Mademoiselle Collard sei eine erfolgreiche Fotografin. Nicht so erfolgreich, wie sie vorgibt. Trotz ihrer feinen Kleider. Oh, ach ich ja. Ich habe schon gehört, wie sie sich nachts in den Schlaf geweint hat. Das ist schrecklich. Verraten Sie aber nicht, dass ich Ihnen das erzählt habe. Sie ist stolz, die Kleine. Zu stolz, wenn Sie mich fragen. Oh weh. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Das wird die Zeit erweisen, Monsieur. Das Seltsame ist, mich selbst kann ich in der Zukunft nicht sehen. Andere Leute? Kein Problem. Aber wenn ich versuche zu sehen, was mit mir geschehen wird, nichts. Macht Ihnen das keine Angst? Manchmal. Ich denke aber, dass es sich dabei um eine Art natürlichen Sicherheitsmechanismus handelt. Entweder das, oder ich habe keine Zukunft. Creepy. Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann, groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt, aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgepunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. War das wie nicht dann? Bogart? Ja. Aber er hatte nicht Bogart. Der Typ, den sie treffen wollte? Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf die Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen What? Hat. What? Was ist das denn für eine Beschreibung? Können Sie mir sonst noch etwas über Miss Collard sagen? Non, Monsieur. Okay, danke. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Aha.
Okay. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Wow. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie? Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Na, aber ob das ein Unfall war, über ihn zu reden. Glaube ich jetzt inzwischen nicht mehr unbedingt. Er war ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen. Was? Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. What the fuck, ey? Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch abspieden. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Puppe? Nicht erb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Genau. Das wäre super. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Boah, das ist ekelhaft, George. Schon? Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Ja, Mann, ey. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden.
Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Oh, lol. Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Hm. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Alright. Willst du mal mit ihr sprechen? Oh, hi. Bonjour, Monsieur. Wie geht es Ihrer Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Vielleicht jetzt noch nicht. Aber ich sehe, dass eure Freunde in der Zukunft miteinander verschlungen sind. So, so. Das wage ich zu bezweifeln. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Ach, was für ein Kerl. Er ist ein Killer. Das kann ich sehen. Seine Augen sagen alles über ihn. Ja? Okay. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht. Ja. Ja. Oh mein Gott. Eieieiei, das ist ja creepy. Oh, ist das schrecklich. Okay. Wir können nichts tun. Ach, wir können rausgehen und wieder reingehen, right? Dann sind es nicht über den Engelzungen, die da singen. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? What's going on? Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht. Nachdem sie getragen wurde. Danke. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Mhm. Die Schminke, die hier dran hängt. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Ach, der ist so weird. Oh. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ah ja. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Mm. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Seamus der Kobold. Oh. Ein Kobold? Dann will er nochmal zuschlagen, oder was? Grüne Seide mit Taftfutter. Ah, er nee, gab das ist die Hose, Namen right? Als Monsieur Khan an. Na gut, das ist unnötig, right? Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein, Monsieur, nicht. Okay, dann sind wir durch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Oh mein Gott. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eh bien, es gehört Ihnen. Ein Geschenk. Oh, danke. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Non, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten.
bevor sie auf die Toilette geht. Oh, I can't. Oh Mann. Eieieiei. Habe Nico in ihrer Wohnung besucht. Wie es aussieht, hat ihr Verleger ihre Geschichte abgeblockt. Offenbar wurden noch mehr wichtige Persönlichkeiten durch Clowns und Pinguine ermordet und die Polizei vertuscht die ganze Angelegenheit. So hatte ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt. In der Clownsnase fand ich den Namen des Kostümverleihs, wo das Clownskostüm ausgeborgt wurde. Heiße Spur. Nico ist auf Zack. Ich zeigte ihr das Material vom Hof und sie gab mir ein Foto, das sie am Schauplatz gemacht hat. Es zeigt einen Mann, der aus dem Hof kommt. Er trägt Hosen aus dem gleichen Material und hat eine Narbe in Form eines Halbmonds auf der Wange. Der Mann auf Nikos Foto hat Theaterschminke im Kostümladen gekauft und zwei Kostüme gemietet. Thomas der Clown und Boso der Kobold. Offenbar hat er sich selbst Khan genannt. Ich bin ihm auf der Spur. Ja, raus aus diesem gruseligen Laden mit diesem gruseligen Mann. Holy, ey. Tja. Und wohin gehen wir jetzt? Das ist eigentlich relativ egal, right? Wieder in Nikos Apartment. Hallo. Oh, hallo. Okay. Oh no. Das wird ja jetzt lustig. Der Typ im Neuheitenladen hat mir das gegeben. Was ist das? Ein Buzzer. Du legst es in deine Hand und verpasst damit anderen Elektroschocks. Warum? Es ist ein Gag, ein ganz nützlicher Spaß. Wenn du das je an mir ausprobieren solltest, breche ich dir den Arm. Okay, okay, ich habe verstanden. Recht hat sie. Aber mehr können wir gar nicht besprechen. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Nicht viel Neues, was wir mit dir teilen können, aber wir sind ja auch noch mitten in unserer Ermittlung.